Abend, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Talk im Turm, im Restaurant Uniturm der Universität Zürich. Das Thema heute, Krebs heilen, Fragezeichen, was Präzisionsmedizin kann. Krebserkrankungen sind heute immer noch ein großes Problem und weit verbreitet. Dank wissenschaftlicher Fortschritte konnten aber auch in der Krebstherapie große Erfolge erzielt werden. Die Krankheit kann heute immer besser, gezielter, wirkungsvoller behandelt werden und scheint so etwas von ihrem Schrecken allmählich zu verlieren. Was die Präzisionsmedizin kann in der Krebstherapie und was sie in Zukunft bringen könnte, das möchten wir heute mit unseren beiden Gästen hier auf dem Podium diskutieren. Zum einen begrüße ich Anita Rauch. Anita Rauch ist Professorin für medizinische Genetik an der Universität Zürich. Aufgrund differenzierter Genanalysen kann Anita Rauch Krankheiten einerseits gut und genau bestimmen und dann auch aufgrund dieser Analysen Hinweise auf die angemessene Therapie geben. Präzise Diagnosen sind ein Etappensieg auf dem Weg zu maßgeschneiderten Krebstherapien, sagt sie. Willkommen, Frau Rauch. Zum anderen begrüße ich gleich. Zum anderen begrüße ich gleich neben mir Burkhard Becher. Burkhard Becher ist Professor für experimentelle Immunologie an der UZH. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Immuntherapien. Immuntherapien gehören zu den großen Hoffnungsträgern, wenn es um Krebstherapien heute und auch in der Zukunft geht. In 10 bis 15 Jahren, sagt Burkhard Becher, werden wir den Krebs nicht mehr als den Horror empfinden, der er heute ist. Wir sind gespannt auf die Gründe dafür. Das Gespräch wird von mir, Roger Nickel, und von meinem Kollegen Thomas Kull moderiert. Wir sind die Redaktoren des UZH-Magazins. Das UZH-Magazin liegt ja auch auf und hat ein ganzes Dossier zum Thema Krebsmedizin und Präzisionsmedizin. Jetzt übertreiben Sie es fast ein bisschen. Sie können auch dann Hände klatschen, aber es ist natürlich auch schön, wenn Sie das am Anfang schon machen. Frau Rauch, jede Dritte stirbt heute an Krebs. Weshalb ist das so? Weshalb ist diese Krankheit so häufig? Ja, also es hat verschiedene Ursachen. Einerseits gibt es eine genetische Veranlagung für Krebs. Andererseits gehört es aber auch quasi zu unserem natürlichen Ende mit dazu, denn genetische Veränderungen entstehen bei jedem im Laufe des Lebens, können in jeder Körperzelle entstehen und normalerweise bekämpft unser Körper diese Krebszellen, und je älter wir aber werden, desto leichter kann es passieren, dass dann unser Immunsystem irgendwann nicht mehr so gut funktioniert, dass wir den Krebszellen nicht mehr Herr werden und dann irgendwann mal der Krebs manifest wird. Also das heißt, Krebs hat auch damit zu tun, dass wir immer älter werden? Einerseits ja, und andererseits möglicherweise aber schon auch mit unserem Lebensstil, mit den Einflüssen, den Äußeren, denen wir ausgesetzt werden. Aber letztendlich ist es ja wie eine natürliche Todesursache, irgendwann an Krebs zu versterben, wenn man nur alt genug wird, weil einfach unser Körper nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Können Sie noch etwas zu diesen Einflüssen sagen, denen wir ausgesetzt sind? Hat sich denn da auch etwas verändert in den letzten Jahrzehnten? Ja, also da sind die Studien nicht so eindeutig, aber ein wichtiger Faktor, den man jetzt erkannt hat, ist Bewegungsarmut. In unserer heutigen Gesellschaft, viele haben eine sitzende Tätigkeit. Eigentlich sind wir dazu gemacht, entwicklungsbiologisch den ganzen Tag zu laufen und uns zu bewegen. Das hat man jetzt festgestellt, ist ein wichtiger Faktor. Unsere Ernährung, das ist natürlich individuell verschieden, aber man geht auch davon aus, dass eben eine ungesunde Ernährung mit wenig Vitaminen, mit viel Kohlenhydraten, mit viel Zucker
auch die Entstehung von Krebs fördert, möglicherweise auch viele Umweltgifte, denen wir ausgesetzt sind, aber da gibt es wenige Studien und das ist auch sehr schwer nachzuweisen. Wie sehen Sie das, Herr Becher? Sind Sie da einig mit Frau Rauch oder haben Sie vielleicht noch andere Faktoren oder andere Gründe, dass Krebs so verbreitet ist heute? Nee, ich glaube, ich würde das genauso sehen, wie sie es gerade gesagt hat, wie Sanita gesagt hat. Die Sache, die ich noch interessant fand, wo du sagst, auf der einen Seite werden wir älter und unser Immunsystem wird schwächer. Es sind zwei Sachen, die wir sehen. Auf der einen die Anzahl an potenziellen Krebsauslösern nimmt also auch über das Alter zu und das Immunsystem wird schwächer. Das heißt, so oder so spitzt sich das dann zu. Es sind also zwei Faktoren, die hier zusammenkommen. Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, denn Krebs entsteht nicht aus nur einer genetischen Veränderung, sondern aus einer Anhäufung von genetischen Veränderungen. Und je älter man wird, desto mehr Möglichkeiten hat so eine Zelle, genetische Veränderungen anzuhäufen und dann irgendwann mal, sodass irgendwann mal das Gleichgewicht verloren wird aus Wachstumstendenz, maligner Tendenz und Immunsystem, das dagegen kämpft. Ja. Eben, der Krebs ist ein potenter Feind unserer Gesundheit. Was sind denn die großen Herausforderungen, wenn es um Krebstherapie, um die Entwicklung auch von Krebstherapien geht? Wenn man irgendwie mit diesem Feind ringt, den bekämpfen will. Also ich denke, und das ist der Grund, warum ich jetzt dieses Statement gemacht habe, dass es in ein paar Jahren nicht mehr der Horror ist, der er heute ist, weil wir in die richtige Richtung uns bewegen. Und vor ca. 20, 25 Jahren hatte man die romantische Idee, dass das Immunsystem, was ja in der Lage ist, Fremdkörper zu bekämpfen, also Eindringlinge, Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Pilze, das macht unser Immunsystem, dass das auch in der Lage ist, Krebszellen zu erkennen, aufzuspüren und zu eliminieren. Und da gab es halt zwei Seiten. Auf der einen Seite die Immunologen, die Immunbiologen, die fest daran glauben, dass das Immunsystem auch so ausgenutzt werden könnte dazu. Und dann auf der anderen Seite die Nichtgläubigen, die dann gesagt haben, das wird eh nie klappen. Und das hat auch lange nicht geklappt. Und der große Durchbruch vor jetzt knapp 10 Jahren oder so, würde ich sagen, kam der große Durchbruch. Und es fängt jetzt an zu klappen. Bei bestimmten Krebsarten kann die Immuntherapie ist effektiv. Aber was macht diese Krebszellen dann, die dann eben für die Symptome dann zuständig sind, was macht die so schwierig zu bekämpfen? Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass Krebsbestandteil von unserem Körper alt ist. Das ist nicht irgendwie, das ist also ein Bakterium sieht anders aus als wir, ein Pilz sieht anders aus als wir, Viren sind nicht mal mehr echte Lebewesen und können erkannt werden vom Immunsystem. Aufgrund der Tatsache, dass sie so anders sind. Wenn wir eine Pflanze mit einer Maus vergleichen, da sehen wir wir wissen, das einzelne Tier ist anders als eine Pflanze. Das ist trivial für uns. Unser Immunsystem ist auch in der Lage, das zu machen. Aber wenn wir zwei Pflanzen miteinander vergleichen, die sehr, sehr ähnlich sind, und wir nennen die eine jetzt mal Krebs und die andere nicht, dann ist es für uns auch schwierig. Unser Immunsystem hat Schwierigkeiten damit, mit körpereigenen Zellen, die dann anzugreifen und zu eliminieren. Das überhaupt auch zu erkennen. Zu erkennen, genau, richtig. Das ist ein Riesenproblem. Das klappt besser bei den Krebsarten, bei denen wir eine höhere Mutationsrate haben, wie zum Beispiel beim Hautkrebs oder beim Lungenkrebs. Dort haben wir die Sonneneinstrahlung bzw. Rauchen und andere Umweltgifte, die dazu beitragen, dass die Mutationsrate hoch ist. Und dieser Krebs ist dann so anders, dass das Immunsystem das leichter erkennen kann. Bei anderen Krebsarten wie das Sarkoma oder Glioblast, also die dann körpereigen sind. Die auch körpereigen sind, die sehen im Körper, da hat recht wenige Mutationen, die trotzdem zum Krebs führen. Das Immunsystem ignoriert diesen Krebs und denkt, das ist körpereigen und kann deswegen nicht angegriffen werden. Also der Krebs versteckt sich eigentlich oder ist nicht gut sichtbar für den Körper. Gibt es noch andere Gründe, weshalb es so schwer ist, Krebszellen anzugreifen? Ja, also ich denke, ein Problem ist auch gerade, das kann zwar eine Angriffsfläche geben, die wir gut bekämpfen können, wenn der Krebs sehr, sehr mutabel ist, sich sehr viel wandelt, aber umgekehrt kann das auch ein Problem sein, weil Krebs oft nicht einheitlich kompakt aus demselben Zellbestand oder aus Zellen mit den gleichen Eigenschaften besteht, sondern
dass es da Unterschiede gibt. Und wenn man ein Mittel gefunden hat, was einen Teil des Tumors angreift, können andere wie ein Chamäleon sozusagen dem entkommen und sich andernorts oder gleichenorts wieder entfalten. Und das macht es auch so schwierig, dass ein Tumor meistens nicht einheitlich ist, sondern unterschiedliche Bestandteile hat, die dann eben... Die einen, die kann man dann bekämpfen und andere eben nicht. Das ist das Problem. Vielleicht hat man ein Medikament oder eine Therapie für einen Teil des Tumors und die anderen Zellen, die überleben dann diese Chemotherapie und wachsen dann nachher wieder. Oder Strahlentherapie. Das sind so die üblichen Therapieformen. Und genau da ist das Problem, würde ich auch sagen, die sogenannte Heterogenität der Krebszellen. Genau. Jetzt ist es aber eben so, dass Sie beide unter anderem ja in Bereichen arbeiten, forschen auch, Sie, Frau Rauch, im Bereich von Brustkrebs. Sie, Herr Becher, haben sich mit schwarzem Hautkrebs beschäftigt. Und das sind ja beides Krebsformen, wo man jetzt große Fortschritte gemacht hat in der Behandlung. Man kann viel mehr, die Überlebensrate ist enorm gestiegen in beiden Bereichen. Was sind denn die Gründe, die hinter diesem Erfolg stecken? Ja, also die sind vielfältig. Einerseits hat man eben neue therapeutische Möglichkeiten gefunden, aber man hat heute auch viel mehr Möglichkeiten, die Tumoren eines Organs nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern eben deren molekulare Zusammensetzung genauer zu untersuchen und dann eben gezielter auf die jeweilige molekulare Zusammensetzung die Therapie anzupassen. Und was jetzt immer mehr kommt, ist auch, dass man auch wirklich genetische Veränderungen in einzelnen Tumorarten dann gezielt mit bestimmten Medikamenten besser angehen kann. Beziehungsweise weiß man, wenn eine bestimmte Kombination an genetischen Veränderungen da ist, kann man mit unterschiedlichen Therapeutika da unterschiedlich gut herangehen. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Einerseits irgendwie kann man besser erkennen, mit was, dass man es zu tun hat. Also kann diese Krebs... diesen Krebs besser analysieren, diagnostizieren und andererseits gezielter dann eben auch bekämpfen. Ja. Ein weiterer Punkt ist aber auch, dass wir heute sehr viel ein größeres Bewusstsein für dieses Krebsrisiko haben und auch Krebs früher erkannt wird als früher, sodass man in einem Stadium erwischt, wo die Therapie noch besser möglich ist, wo er vielleicht noch nicht metastasiert hat, wo die Therapie nicht so eingreifend ist, als wenn man es in einem Spätstadium erkennen würde. Mhm. Und das geht bis dahin, dass man, wenn es eine genetische Veranlagung gibt zum Beispiel, dann auch völlig gesunde Familienmitglieder schon untersuchen kann, ob sie das Krebsrisiko haben und dann ein ganz gezieltes Vorsorgeprogramm aufgleisen kann, um, falls Krebs wirklich entsteht, das dann ganz früh zu erkennen und möglichst schonend und gezielt behandeln zu können. Und das hat man früher weniger machen können oder weniger gemacht, also diese Früherkennung? Ja, ja. Mhm. Einerseits waren die bildgebenden Methoden nicht so ausgereift, um das gut früh zu erkennen. Dann war auch einfach das Bewusstsein nicht so da, wie häufig Krebs wirklich ist. Und was aber auch jetzt ganz neu ist und wo ich mir viel verspreche, auch für die Zukunft, ist, dass man auch erkennt, wie eine genetische Veranlagung dann letztlich zur Entstehung des Krebses führt und quasi schon prophylaktisch Medikamente geben kann, dass der Krebs dann gar nicht erst auftritt. Und das ist dann ohne den Kollegen, die Therapie machen, da vorgreifen zu wollen. Aber das ist dann für mich eigentlich die bessere Behandlung, wenn man den Krebs gar vermeiden kann. Ja, das ist Zukunftsmusik. Ja, also da laufen erste Studien mit Medikamenten. Man hat da im Bereich des Brustkrebs für
gibt es diese zwei häufigeren Gene, BRCA1 und 2, was man vielleicht schon mal gehört hat. Angelina Jolie, die amerikanische Schauspielerin, hat das in der Familie. Und da hat man jetzt einerseits ein Medikament gefunden, das so ein bisschen unspezifisch für beide, für Mutationen in beiden Genen hilft, Krebsentstehung zu unterdrücken. Aber jetzt gerade ist auch gefunden worden, ganz spezifisch für Mutationen in diesem BRCA1-Gen, was eben bei Angelina Jolie vorliegt, dass man genau gefunden hat, welcher molekulare Zelltyp dann die Entstehung von diesem triple-negativen Krebs fördert, der eben besonders schwierig zu behandeln ist und aggressiv ist, und hat dann dagegen wirklich ein Medikament gefunden, das genau diese Zellen, die dann zu diesem schwierigen Krebs führen, blockiert werden. Und das hat in Zellstudien wunderbar funktioniert und auch in Tiermodellen, sodass man da jetzt die ersten klinischen Studien aufgleist. Und ich denke, also das heißt, es könnte ein Medikament geben oder eine Impfung geben dann für Leute, die genau dieses Risiko haben. Genau, ja. Und das, denke ich, ist nicht in riesiger Ferne, sondern das wird kommen. Bei allen Krebsarten, oder meinst du, das beschränkt sich wahrscheinlich dann nicht, schon eher auf einige Krebsarten, wie Brustkrebs zum Beispiel, würde ich sagen, ist jetzt prädestiniert dafür. Aber ja, also es sind natürlich die Krebsarten, man muss natürlich wissen, dass eine genetische Veranlagung da ist. Man muss den Mechanismus kennen, wie sozusagen, was läuft schief, damit dann die Tumoren entstehen. Und das kann man natürlich bei den erblichen Veranlagungen für Krebs besonders gut erfassen, weil so der normal zufällig entstehende Krebs, da kommen so viele Zufälle zusammen, und das läuft wahrscheinlich so vielfältig ab, dass man da wahrscheinlich weniger gut eine Prophylaxe machen kann. Aber bei Menschen mit einer genetischen Veranlagung, also einer angeborenen Veranlagung für Krebs, da ist ja dann praktisch ein Schalter von Geburt an umgelegt, der dazu führt, dass sich eben Mutationen anhäufen und in einem besonders schnellen Tempo anhäufen. Und da tritt dann eben der Krebs auch gerne besonders früh besonders häufig an verschiedenen Organen auf. Und gerade da, denke ich, ist das geeignet, dass man wirklich medikamentös... Das würde dann diesen genetischen Schalter angehen. Genau, oder nicht unbedingt den Schalter angehen, sondern quasi die Folgen des kaputten Schalters eliminieren. Und jetzt sind wir schon bei der Prävention, da wollen wir auch später nochmal darüber reden. Was mich jetzt noch interessiert, ist zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs ist es ja so, das war lange Zeit eine furchtbare Krankheit mit sehr geringen Heilungschancen. Jetzt kann man, glaube ich, bei der Hälfte der Patienten hat man gute Heilungschancen, bei der anderen Hälfte dann aber nicht. Woran liegt das, dass das so ist, und was versucht man da zu machen, um der anderen Hälfte auch noch zu helfen? Also erstmal, Entschuldigung, ich bin dem schon ein bisschen zu weit gegangen. Ich wollte schon direkt über Immuntherapie plaudern, aber das geht da in dem Fall, das ist tatsächlich Immuntherapie, die da verantwortlich ist für den großen Erfolg, dass 50% der Patienten heute, ich mag das Wort heilen nicht nennen, ich glaube, das ist inadäquat, aber zumindest mal recht lange krebsfrei überleben können. Was heißt denn das, lange krebsfrei überleben? Ja, das ist, wie gesagt, das ist noch nicht so lange auf dem Markt. Das muss man sehen, ist es dann tatsächlich geheilt oder nicht. Da traut sich niemand, das jetzt schon zu sagen. Es sieht, ich würde mal sagen, sehr vielversprechend aus. Aber man möchte nicht, sich überlegt jetzt, der Leidensdruck ist recht groß. Das ist nicht unaufwendig, diese Therapie. Und wenn man dann, vielleicht hält es 5 Jahre, vielleicht hält es 10 Jahre. Aber es ist schwer zu sagen, dass man dann krebsfrei ist, das möchte man heute nicht sagen. Man weiß nur zumindest, dass bei 50% der Patienten in der Tat es nicht funktioniert. Oder zumindest man sieht am Anfang aus, als ob es klappen würde, und dann geht es in die Hose und es hat nicht geklappt. Und
Der Grund dafür ist nicht hundertprozentig klar, aber das versuchen wir ähnlich, wie was Anita Rauch gerade erzählt hat, mit einer etwas präziseren Analyse des Make-ups sozusagen, also mit wie der Patient dann ist, wenn man den Patienten noch genauer ansieht, als zu sagen, 60 Jahre alte Frau aus dem Ort, drei Kinder, solche Informationen halt jetzt noch weiter tiefer geht und molekulare Mechanismen versucht zu verstehen, dann kann man besser diagnostizieren und sagen, bei euch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Immuntherapie funktioniert und bei Ihnen versuchen wir lieber was anderes. Dass man das jetzt versucht auseinander zu posamentieren. Die genauen Gründe sind noch relativ unklar, aber bei der Immuntherapie geht man davon aus, dass es vor allen Dingen bei den Patienten, dass die Patienten besser darauf ansprechen, bei denen eh schon eine Immunantwort gegen den Krebs im Gang ist. Eine schwache, schwächelnde, nicht besonders effektive, aber die haben trotzdem bessere Chancen als ein Patient, bei dem noch gar nichts passiert oder bei dem die Antwort viel zu schwach ist, dass man sie nicht in Gang bringen kann. Das ist ja beim Brustkrebs, glaube ich, auch so. Herr Bodenmüller hat mir ja gesagt, der kann ja diese Brustkrebsgewebe anschauen. Da haben wir gesagt, wenn es viele Immunzellen hat, die sieht man dann in dieser Brust, dann ist die Chance auch eher größer, dass man da etwas machen kann. Genau, also da kann man ganz gut korrelieren, je quasi mit jedem 10% mehr an Durchsetzung mit Immunzellen ist die Heilungschance wieder 10% mehr. Okay. Und Sie können ja eben, Herr Becher, eben aufgrund, das haben Sie ja erforscht und gezeigt auch, dass Sie mit neuen Methoden jetzt quasi biologische Profile anstellen können, eben von Patienten, die alle an diesem schwarzen Hautkrebs leiden, aber eben Sie können dann aufgrund dieser Profile bestimmen, bei welchem Krebs, bei welcher Unterart von Krebs, bei welchem Patienten eben diese Therapie, Immuntherapie nützt und bei wem nicht. Ja. Vielleicht können Sie auch noch genau das Geheimnis skizzieren zumindest, ja. wie das geht. Ja, so einfach ist es nicht, aber im Endeffekt muss man sich vorstellen, das ist eine das ist eine ehemalige Mitarbeiterin von mir da auf dem Foto und die Maschine, die dort im Hintergrund so ein bisschen leuchtet, ist das Gerät, was sie verwendet hat oder was wir verwenden. Das ist ja das da hinten ist das Orangene dahinter. Ah, okay. Der Computer ist vor ihrer Nase und das andere Gerät ist einfach. Ja. Wenn Sie zum Arzt gehen und Blut abgeben, dann schaut der Arzt unter anderem nach bestimmten Faktoren, die wir also allgemein bestimmen in der klinischen Chemie. Aber in der Regel schaut er auch nach, wie viele von ihren weißen Blutkörperchen welche Eigenschaft haben. So ein bisschen kann das im Wesentlichen ihr Hausarzt machen. Im Spital geht es dann noch mal besser, da kann man noch präziser nachsehen. Deswegen wieder das Wort Präzision. Noch genauer nachschauen, wie viele von ihren weißen Blutkörperchen heißen T-Zellen, wie viele heißen B-Zellen, wie viele sind Monozyten, Neutrophile, all die verrückten Namen. Aber wir gehen noch viel tiefer. Wir schauen uns die Zellen noch genauer an und können die noch präziser unterscheiden. Und je präziser wir das machen, umso schwieriger wird es für unseren Kopf, die Sachen zu verstehen. Und dann verwenden wir einen Computer, der recht klug ist und im Wesentlichen Mustern erkennt, also Mustererkennung macht. Und das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es auch. Aber es gibt eine einfache Art, das zu verstehen. Jeder von Ihnen, der ein iPhone oder ein Smartphone hat, wenn Sie ein Foto machen und Ihr Foto, was Sie gemacht haben, auf dem Computer überspielen, und da haben Sie dann ganz, ganz viele Bilder, dann bietet häufig Ihr Computer Ihnen an, möchten Sie, dass wir die Bilder von Ihren Kindern oder von Ihrer Tochter zusammenfassen und die Bilder von Ihrem Sohn zusammenfassen. Und das macht der Computer, indem er erkennt, wie ihr Sohn oder ihre Tochter aussieht. Einfach, weil sie ihm das beibringen. Der Computer fragt, ist das ihre Tochter? Und ich sage, ja. Ist das auch die Tochter? Sage ich, ja. Dann sagt er beim nächsten Mal, das ist doch auch die Tochter. Und ich sage, ja, das ist, jetzt wird es klar. Und dann geht es bei 100 Bildern und irgendwann ist es immer richtig. Mhm. Und so ähnlich funktioniert die Computeranalyse unserer so hochkomplexen Daten, dass man sich so ein Gesicht anschaut. Und das Gesicht ist das Blut. Und der Computer schaut, das sieht nach einer Immunantwort gegen Krebs aus und hier eher weniger. Das sind ganz neue Möglichkeiten da durch diese Digitaltechnik. Ja. Ja. Ich würde jetzt auch,
Wie individualisiert ist eigentlich diese Immuntherapie? Wird das für jeden Patienten einzeln aufgesetzt oder ist es da doch one fits all or more? Also noch ist es eben, noch ist es vorwiegend one fits all. Also ich glaube schon, dass das also hier in Zürich zum Beispiel Dermatologen sich die Patienten so präzise anschauen, wie man es machen kann. Das, was wir hier gemacht haben, ist noch nicht Standard. Wahrscheinlich aber in den nächsten Jahren wird das übersetzt und dann wird man noch präziser schauen. Außerdem gibt es immer mehr Möglichkeiten. Es ist ja nicht eine Immuntherapie. Jetzt hast du 2, 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten und dann dazu die sogenannten Kombinationen und verschiedene andere. Also es kommt in die richtige Richtung und es wird präziser mit Hilfe von genetischen und zellbiologischen Analysen. Jetzt haben Sie ja gesagt, eben 50% kann man wahrscheinlich helfen. Sie haben gesagt, die anderen behandeln wir irgendwie anders. Wie behandelt man die Leute, bei denen eben diese Therapie, diese neue Therapie nicht wirkt? Was macht man da? Also es ist nicht eine Therapie, sondern mehrere Therapien. Ich habe jetzt noch nichts gesagt, wie es funktioniert, aber im Wesentlichen ist es darüber wirklich... Darüber reden wir nachher gerne. Ja, ich weiß. Sorry, mir ist gerade aufgefallen, ich wollte da sofort drüber reden, weil es so spannend ist, finde ich. Und ich halte mich noch zurück. Ja, wir kommen gleich. Was war jetzt die Frage nochmal? Was machen Sie mit denen, die Ihnen nicht helfen? Mit denen, also es ist ja nicht eine Therapie, es sind verschiedene Therapien. Man kann also es gibt immer mehr Therapiemöglichkeiten, die auf den Markt kommen. Dazu kommt aber auch, was Anita Rauch gerade gesagt hat, dass wenn wir die Mutationen, die für den Krebs verantwortlich sind, besser verstehen, können wir dort auch molekular eingreifen. Das ist keine Immuntherapie, sondern wirklich, man versucht das, was in der Zelle nicht funktioniert, zu reparieren oder das, was sagen wir, so ein Fehlfunken, so ein ständiges Funken, dass du sagst, so jetzt musst du wachsen, dass man dann ein kleines Medikament gibt, was tatsächlich den Wachstumsstimulus blockiert und dann hört das auf. Und das kann man dann auch anbieten und das kann man natürlich dann auch kombinieren und so weiter und so fort. Also nur weil man mit der Standard-Immuntherapie nicht gut bedient ist, heißt es nicht, dass der Arzt dann sagt, ja, Pech gehabt. So ist es nicht. Also es gibt schon noch einen Haufen guter Alternativen. Sie können ja auch aufgrund eben dieser Genanalysen, die Sie machen, Frau Rauch, auch Hinweise geben auf Therapien, eben, die dann besser oder schlechter nützen oder auf Dinge, die man bei der Therapie beachten muss. Wie geht das? Ja, also das gehört heute zur Standardbehandlung dazu, dass man bei Brustkrebs dann eben schaut oder auch bei Ovarialkarzinom und auch bei Prostatakarzinom, die übrigens mit denselben Genen zusammenhängen wie Brust- und Ovarial- oder Eierstockkrebs bei der Frau, dass man da einen Gentest macht, entweder im Blut oder im Tumor. Und dann, wenn man da solche Mutationen findet, dann einerseits die Chemotherapie anpasst, das heißt andere Mittel gibt, wo man weiß, die helfen da besser als bei anderen Trägern oder bei anderen Patienten, die solche Mutationen nicht haben. Und in Studien wird eben auch ausprobiert und für bestimmte Fälle ist es auch schon zugelassen, also bei ganz schwerwiegendem metastasierenden Ovarialkarzinom ist es schon zugelassen, dass man zum Beispiel zusätzlich zur üblichen Strahlenbehandlung und Chemotherapie ein Medikament gibt, das sozusagen bei Vorliegen von diesen Mutationen in BRCA1 und 2 dann die Zellen nochmal extra eins drauf gibt, weil man hat da festgestellt, dass ausgerechnet diese Zellen sich ein bisschen schützen können vor der üblichen Strahlentherapie, indem die dann so einen alternativen Fallschirm aufspannen und man hat dann eben ein Medikament gefunden, was genau diesen Fallschirm zumacht sodass die dann quasi durch die Strahlentherapie dann wie Butter in der Sonne schmelzen und mit weniger Strahlendosis ein sehr viel größerer Effekt erreicht wird, der dann eben gerade die Tumorzellen erwischt und nicht das gesunde Gewebe drumherum. Also das heißt eben, eine wichtige Strategie ist, dass man versucht, verschiedene solche Behandlungsmethoden zu kombinieren und dadurch potenter zu machen.
Trotzdem ist es ja so, dass eben diese konventionellen Behandlungen, nicht einmal mit Bestrahlung, mit Chemotherapie, eben an ihre Grenzen stoßen eigentlich. Und jetzt eben hat man gesehen, dass die Immuntherapie da plötzlich ganz neue Perspektiven eröffnet. Beim Hautkrebs funktioniert das ja zum Teil schon. Was ist denn jetzt so toll an dieser Therapie, Herr Becher? Genau. Dürfen Sie uns das sagen? Jetzt fange ich doch mal wieder vorne an. Habe ich schon erzählt, vor 20 Jahren haben wir, genau. Also die Idee ist doch, dass unser Immunsystem, was uns so gut schützen kann gegen wirklich fiese Viren. Ich meine, wir waren alle schon mal schwer erkältet und dann liegen wir im Bett. Und dann, wenn wir schon mal, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal die Grippe hatte oder so. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie unangenehm die Grippe ist. Aber wenn man da, wir überleben es, wir kommen da durch. Und das liegt an unserem Immunsystem. Oder ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich daran erinnern, die Windpocken gehabt zu haben. Das war ja schrecklich als Kind. Das kriegen Sie nicht nochmal. Das Immunsystem weiß ganz genau, dass Sie mal die Windpocken hatten und erinnert sich daran. Das hat so ungeheuer gute Eigenschaften. Und beim Krebs ist halt eben das Ziel, und ich glaube, dass es dahin gehen wird, nicht bei allen Krebsarten sofort funktionieren kann, dass wir versuchen, das Immunsystem auf den Krebs aufmerksam zu machen. Wir sagen, da ist ein Krebs, das ist wie ein Fremdkörper und den musst du eliminieren. Und wie gesagt, das hat ewig nicht geklappt. Und der Durchbruch kam insbesondere bei Krebsarten wie beim schwarzen Hautkrebs und beim Lungenkrebs. Beim schwarzen Hautkrebs viel besser als beim Lungenkrebs, aber das sind so im Moment, wo es am besten aktuell funktioniert. Aber es gibt wahnsinnig viele klinische Studien, die jetzt auch bei anderen Krebsarten funktionieren. Und der Trick, wir reden jetzt nicht über CAR-T-Zellen, ich weiß nicht, ob das noch kommt, das können wir vielleicht auch noch kurz machen, aber der Trick ist hier folgender. Wenn wir eine Immunantwort machen, dann geht die an, hoch, stärker, stärker und wir haben Fieber und uns geht es mies und wir liegen im Bett und dann irgendwann geht die Immunantwort auch wieder weg. Nicht nur, weil der Erreger weg ist, sondern auch, weil jede Immunantwort automatisch aufhört, die stoppt. Es ist eine Bremse eingebaut. Es ist also in jeder Immunantwort, die ist eine intrinsische, also eine eingebaute, feste Bremse. Und weshalb ist eine Bremse? Genau. Genau. Und das Problem ist zum Beispiel, ein Beispiel sind chronisch entzündliche Erkrankungen, ist nicht Rheumatoide Arthritis zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel, wo es meistens geht ganz gut und manchmal tut es wahnsinnig weh. Es geht so hoch und runter, hoch und runter. Und das Immunsystem hat einfach gelernt, dass wenn es zum Beispiel sich gegen kämpfen muss, dann muss die Bremse eingebaut werden, weil sonst, wenn das Immunsystem weitermachen würde, einfach auch das Organ zerstört würde. Also das Immunsystem ist brandgefährlich. Wir können daran sterben eigentlich. Richtig, das Immunsystem ist ungeheuer gefährlich, und deswegen ist es eingebaut im Immunsystem, dass es schützt uns, aber es hat eine Bremse drin und die ist wichtig. Und wenn es die Bremse nicht hat, dann gehen auch Organe zugrunde. Weil das schafft es schon, man kann tatsächlich. Das Immunsystem ist recht potent. Also wenn es das Husten, wenn man eine Erkältung hat, liegt daran, dass das Immunsystem unsere Lungen tatsächlich angreift und viele der Zellen umbringt. Wenn das immer weitergehen würde, hätten wir keine Lunge mehr. Das darf nicht passieren. Und der Trick bei der Immuntherapie ist einfach, dass man sagt, wir nehmen mal die Bremse weg. Und es gibt Mechanismen, die es heute ermöglichen, tatsächlich diese Bremse rauszunehmen. Und dann macht das Immunsystem weiter. Und wenn wir eine leichte, schwächelnde Immunantwort gegen den Krebs haben, die dann automatisch immer wieder so ein bisschen abbricht und ein bisschen müde wird, dann wird sie dadurch wieder belebt. Und dann kann es plötzlich richtig, richtig zur Sache gehen. Und das ist nicht gut für den Krebs, aber und das ist auch sehr aufwendig und schwierig und unangenehm, aber es funktioniert ziemlich gut. Was ist das Schwierige? Also erstens mal glaube ich, dass eines der Probleme ist, dass es nur bei bestimmten Krebsarten wirklich super funktioniert, die das Immunsystem eh schon leichter erkennen kann. Die anderen Krebsarten müssen drauf, da muss man noch was dazusätzlich machen, damit es funktioniert. Das ist also eins der Probleme. Das andere Problem ist natürlich, ich habe ja gerade gesagt, das Immunsystem ist unser Freund, aber wenn es so richtig auf den Putz haut, dann kann es auch sehr unangenehm werden. Und die Nebenwirkungen von so einer Immuntherapie sind schon sehr hart. Also was muss man da irgendwie? Ich glaube, die häufigsten Sachen sind also zum Beispiel eine chronische Gastritis oder so, also dass man tatsächlich große, schwere Magen-Darm-Probleme hat. Und wenn man sich vorstellt, über Wochen oder viele Wochen akuten Durchfall zu haben, ist das dann sehr, sehr schwierig. Mhm. Die Haut ist auch ein wichtiges Problem. Viele bekommen Hautprobleme. Es geht einem wirklich schlecht.
Aber das geht einem bei der Chemotherapie ja auch. Absolut. Die setzt einem ja auch zu. Absolut. Aber wenn man das so nebeneinander stellt, von den Nebenwirkungen her? Ich würde jetzt mal behaupten, das kann man, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also, aber ich würde sagen, das kann man nicht so vergleichen. Es gibt so viele Arten der Chemotherapie und es gibt auch so viele verschiedene Dosen, die man geben kann. Das Problem ist, man geht immer, je nachdem, also bei jüngeren Menschen häufig gerne ein bisschen aggressiver vor als bei Älteren. Man versucht, ans Limit zu gehen. Genau. Ja. Das ist eigentlich immer das Ziel. Das ist halt nicht, dass man es gerade noch ertragen kann. Ich finde das erstaunlich, weil ich hätte jetzt gedacht, es ist ja schön, das Immunsystem, das gehört zu mir, das macht mich dann nicht kaputt, im Gegensatz zur Chemotherapie, die von außen kommt und sehr aggressiv ist. Ja. Aber in dem Fall ist es ja trotzdem nicht so. Oder sind die Langzeitschäden größer bei der Chemotherapie? Kann man dazu etwas sagen? Also ich denke, das ist eben auch wirklich eine Frage, was dann im Einzelfall genau gegeben ist. Und wir kennen natürlich auch die vielen Erkrankungen, die dadurch entstehen, dass das Immunsystem hyperreagibel ist. Eben die ganzen entzündlichen Darmerkrankungen, die Rheuma und so weiter, viele Hauterkrankungen. Ja. Und insofern, man versucht eben einen Mittelweg zu gehen zwischen Nutzen und Schaden. Und dasselbe ist bei der Chemotherapie, wo man auch versucht, eben diesen Mittelweg zu gehen. Und ich denke, das Wichtigste für den Patienten ist natürlich, dass er auch die Therapie irgendwie vertragen kann, aber letztlich dann auch, wenn es eine Heilungschance gibt, dass man versucht, das zu erreichen. Und ja, ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins aufwiegen kann, aber wenn die Immuntherapie wirklich gut funktioniert und die Krebszellen eliminiert, denke ich, würde ich wahrscheinlich die Immuntherapie vorziehen vor einer Chemotherapie. Ja. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, Eliminierung ist auch der andere Punkt. Ich meine, bestenfalls schafft es in den häufigen Fällen ist eine Chemotherapie halt, muss man stark an die Grenze gehen. Du hast immer das Risiko, dass noch was überbleibt. Wenn die Immuntherapie wirklich super funktioniert, dann sollte eigentlich potenziell jede letzte Zelle erwischt werden. Das ist eigentlich so das Ziel, dass man dahin geht. Das ist auch der Grund, weshalb eben die Immuntherapie so als Hoffnungsträger dann auch gilt, weil sie so nachhaltig sein könnte. Potenziell nachhaltig sein könnte. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass wir uns überlegen, die neuen Strategien sind dann eben zu sagen, wir kombinieren bestimmte Sachen. Wir haben ein Chemotherapeutikum, das funktioniert super. Stellt sich heraus, dass, und hier haben wir eine Strahlentherapie, die funktioniert sehr gut miteinander und die sind aber nicht nachhaltig. Warum kombinieren wir das denn nicht? Weil dann machen wir das Immunsystem aufmerksam auf den Krebs, dadurch, dass wir ihn bestrahlt haben und dadurch, dass sich bestimmte Veränderungen dann passieren. Und da geht es hin, glaube ich. Das ist die Richtung. Das Problem ist, das ist so, als wenn man ein völlig niegelnagelneues Rezept ausprobiert in der Küche und ein paar davon klingen irgendwie super und es schmeckt dann doch nicht gut. Und ein paar davon klangen nicht so toll, aber es ist super lecker gewesen. Und man weiß also noch nicht, was halt schwer. Wir versuchen unser Bestes, uns darüber nachzudenken, wie es am besten funktionieren würde, aber manchmal ist man überrascht. Ja. Aber dann muss man eben einfach probieren. Dann macht man versucht man das und dann verfolgt man es, schaut man, wie es rauskommt und vergleicht dann die Outcomes miteinander. Ja. Ja, und ich denke, man muss natürlich sagen, wir sind schon einen weiten Weg gekommen und man hat schon sehr viel erreicht in der Behandlung von Krebs. Und ja, man muss einfach dranbleiben und es jeden Tag besser machen. Aber jetzt hat das Publikum zu früh geklatscht und jetzt haben Sie schon das Lustwort gesprochen. Es geht aber auch um Moment, das Gespräch. Ich wollte noch fragen, aber diese Immunantwort, die da ja angeheizt wird, die merkt sich der Körper nicht. Oder hat er da eine Erinnerung oder kennt er dann den Krebs? Und wenn es wieder irgendwo so eine Zelle auftaucht, eine Metastase, was weiß ich, erkennt er die wieder? Also es hängt so ein bisschen davon ab, aber man geht davon aus, also vorklinisch nennt man das, also im Tierversuch, da klappt das relativ gut. Da erinnert sich der Krebs, also das Immunsystem sehr genau an die Art von Tumor, die dort war. Das Problem ist aber, nehmen wir an, man hat eine Art von Krebs mit Immuntherapie behandelt. Das heißt noch lange nicht, dass man nicht eine andere Art von Krebs auch noch bekommt, weil da würde man nicht geschützt werden. Das ist so spezifisch wie das Erkennen von einem Virus, so spezifisch wie die Impfung. Das ist sehr genau auf einen
Erreger, eine Art von Krebs, eine bestimmte mutierte Form von Krebszelle abgerichtet gewissermaßen. Und dann der Rest wird, Gott sei Dank, das funktioniert ganz gut, so sollte ignoriert werden. Die Idee, dass wir etwas haben, was gegen alle Krebsarten automatisch funktionieren würde, wäre mit Sicherheit brandgefährlich. Und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt ungefähr seit 5 Jahren die technischen Möglichkeiten, um überhaupt die molekularen Profile von Tumoren genauer anzuschauen. Ungefähr dieselbe Zeit haben wir die Werkzeuge, um auch quasi in Immunzellen gentechnische Veränderungen zu machen, die schneller gehen, die besser funktionieren, damit wir sie dann eben auch gegen den Tumor richten kann. Wenn man sich anschaut, von der Entdeckung des ersten Bakteriums als Ursache von Infektionen bis hin zur Entwicklung des ersten Antibiotikums sind irgendwie, ich glaube, 60 Jahre vergangen. Und wir kennen Krebs natürlich schon ein bisschen länger, aber wir sind jetzt einfach in einer Phase, in der das Wissen rasend schnell zunimmt, in der weltweit so viel geforscht wird an Krebs und mit diesen neuen Techniken einfach jeden Tag so viele neue Erkenntnisse kommen, dass ich davon ausgehe, dass das in 20 Jahren wirklich seinen Schrecken verloren haben wird. Und einfach der Wissenszuwachs ist im Moment so exponentiell, dass es einfach, ja. Das scheint zum Optimismus. Ja, gibt. Sie zeichnen das Bild von Goldgräberstimmung jetzt da. Ja. Und das ist natürlich sehr erfreulich, auch aus Zukunftsperspektive. Erfreulich auch drum, eben weil man dann eben gezieltere, vielleicht eben auch nebenwirkungsfreiere Therapien dann gewärtigen kann, mit denen rechnen darf. Auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, jetzt geht es um die Kosten, weil die sind ja auch verbunden. Es ist natürlich schön zu wissen, dass man maßgeschneiderte Therapien machen kann, die Immuntherapien zum Beispiel, die es jetzt gibt, die sind noch wahnsinnig teuer. Können wir uns diese Krebspräzisionsmedizin denn überhaupt leisten? Was meinen Sie? Fangen Sie lieber an, oder? Ich meine, das ist natürlich einfach eine Frage, wie wir unser Gesundheitssystem ausrichten. Wenn wir sagen als Gesellschaft, wir finanzieren diese Forschung und wollen dafür auch die Therapie dann zur Verfügung haben, dann denke ich, wird es einen Weg geben, das zu finanzieren. Und wahrscheinlich wird es nicht machbar sein, dass wirklich für jeden einzelnen Patienten ganz individuell quasi dann erst ein Medikament entwickelt wird. Aber vielleicht doch, weil wenn ich denke, ich will jetzt nicht sagen, wann ich mit der Genetik angefangen habe, aber vor ein paar Jahrzehnten, da war es absolut unvorstellbar, dass man ein menschliches Genom komplett durchsequenzieren kann. Und jetzt können wir das in 24 Stunden machen. Und es ist einfach, war vor 20 Jahren absolut unvorstellbar. Sie können es nicht nur machen, sondern man kann es auch bezahlen. Ja, aber das kommt auch dazu. Es ist, also damals, als die erste Genomsequenz sequenziert wurde, hat es hunderttausende absurde Summen gekostet. Und heute ist es einfach, ja. Was kostet es denn heute? Es kommt darauf an, was man alles hineinrechnet. Wenn man das Personal und die Maschinenabschreibung und so weiter und vor allem dann die Auswertung mit dazu rechnet, sind das schon einige tausend Franken. Aber die reine Sequenzierung, die kann man schon so für 1.000, 1.500 Franken haben. Aber es waren mehrere Millionen übrigens. Das war mal so. Ja. Und die Medikamente, die heute immer noch so teuer sind, die werden auch günstiger. Ich glaube nämlich auch, das ist nicht nur das Problem, dass wir uns entscheiden, wollen wir das, sondern auch, dass man sagt, wir müssen den Druck haben, dass die Sachen günstiger werden. Ich verstehe natürlich, dass ein Pharmaunternehmen, die viel investiert haben in die Entwicklung,
zusammen mit den Universitäten, und das haben Sie mit Ihren Steuerzahlern als Steuerzahler finanziert, dass da was rausgekommen ist, dass das eine Zeit lang teuer sein wird, ist mir klar, aber es muss dann auch günstiger werden. Das muss immer günstiger werden. Das ist irgendwann. Aber was heißt das? Ich meine, heute kostet diese KT-Therapie kostet eine halbe Million. Das ist ein gutes Beispiel. Was ist denn so ein vernünftiger Kostenrahmen, wo man sagen könnte, dass... Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Also wir sind völlig einig. Die KT-Zelle ist ein Beispiel. Es wurde vor kurzem patentiert und zugelassen. Also patentiert schon lange, aber zugelassen. Vor kurzem sind es über eine halbe Million in der Tat. Und das liegt daran, dass man von uns das Blut nimmt. Das Blut wird dann genetisch behandelt. Also mit Hilfe von gentechnisch werden die Zellen verändert und werden den Patienten wiedergegeben. Das ist unendlich aufwendig, unendlich kompliziert, sehr effektiv in einigen Krebsarten, hervorragend effektiv, aber halt eben vom Aufwand her und von den Kosten her viel zu hoch. Aber da ist jetzt schon am Horizont, gibt es verschiedene Methoden. Ich rechne mal damit, dass es in den nächsten, ich sage jetzt mal, bin jetzt vielleicht etwas sehr zuversichtlich, aber ich glaube 3-4 Jahre unter 100, vielleicht 50.000. Also unter 100, vielleicht sogar nur 50.000. Ja. Das würde ich sagen, es dauert nicht mehr so lange. Ich gebe dem mal 2, 3, 4 Jahre, dann haben wir es. Weil es gibt heute schon gute Technologien, dass man es automatisiert, dass dieser Riesenaufwand, der gemacht werden muss. Und auch die Gentechnik ist viel weiter. Also früher war das ein Riesenaufwand, das zu machen. Heute ist das, ja, ich würde nicht sagen Peanuts, aber wir können es viel besser, viel schneller. Ich denke, die Automatisierung ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und sobald man die Automatisierung reinbringen kann und auch wenn etwas häufiger verwendet wird und nicht jetzt im experimentellen Einzelstadium ist, dann kann man es einfach viel, viel effizienter und preiswerter machen. Und es ist halt wie eigentlich überall bei jedem Ding, das man kaufen kann. Wenn man den ersten Prototyp haben will, dann muss man immer sehr viel Geld auf den Tisch legen. Und wenn das dann in Serie geht und die Produktion anläuft, dann wird es eben preiswerter und erschwinglicher. Also Sie haben das Gefühl, dass wir uns diese neuen Krebstherapien leisten können werden in Zukunft, auch wenn sie dann breit angewendet heute. Wenn heute ist es ja noch sehr eigen, diese KT-Therapie sind einzelne Fälle, ja, wo man das mal ausprobiert mit gutem Erfolg. Aber es wäre dann wichtig, dass man das sozusagen teilen kann. Und Sie haben das Gefühl, das ist realistisch, ja, dass das irgendwie... Es sind zwei Sachen, die passieren. Auf der einen, also KT-Zellen ist ein gutes Beispiel, wo es wirklich günstiger werden wird. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die anderen Immuntherapien, zum Beispiel, wenn Sie überlegen, wir hätten gerne Immuntherapie gegen ein Gehirn, gegen ein Glioblastom. Das ist ein wirklich grässlicher Krebs, dem Gehirn, der entsteht. Und die Zukunft ist relativ klar. Also man weiß sehr genau, dass man das nicht lange überleben kann. Und alle bisherigen Immuntherapien sind gescheitert, komplett. Das heißt, da muss man weiter dranbleiben, weiter ausprobieren, bessere Sachen machen, besser kombinieren, bis man irgendwann was hat. Wenn das dann funktioniert, wird das am Anfang wahrscheinlich auch sehr teuer sein, weil der Aufwand, das zu machen, ist so groß, das kostet sehr viel. Aber dann, wenn das in Serie geht und wirklich gut funktioniert und man sagt, du, heute können wir anstatt 0% von den Patienten, denen wir heute helfen können, plötzlich können wir 70% von den Leuten helfen. Nach ein paar Jahren wird das günstig. Davon bin ich fest überzeugt. Aber es wird sukzessive sein. Es wird nicht bei allem gleich sein. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Ausgaben im Gesundheitssystem jetzt auch nicht gerade wenig sind. Ich meine, die Chemotherapie ist ja auch nicht kostenlos. Ja, auch das Ganze drumherum, wenn jemand aufgrund von der Chemotherapie ein Jahr lang ausfällt und krankgeschrieben ist, das kostet auch. Ich meine, wenn diese Therapien besser anschlagen und preiswerter werden, dann denke ich, wird das nicht so eine große Differenz sein. Und man muss sich vielleicht auch überlegen, welche Therapien wirklich etwas bringen. Das können Sie ja immer besser sagen, oder? Ja. Das kann man dank dieser ganzen Analysen ja viel besser sagen heute. Ein anderer Aspekt wäre natürlich eben der Prävention, oder? Mhm. Da kann man sich ja auch viel sparen, wenn man nämlich wenn man Früherkennung macht und eben vielleicht Gentests macht. Was würden Sie da sagen? Also ich meine, einerseits grassieren ja auch diese Gentests, es gibt private Anbieter,
soll man das überhaupt machen, ist eine Frage. Aber meine Frage ist jetzt mal grundsätzlich die, wenn ich jetzt, wann soll ich jetzt einen Gentest machen? Soll ich jetzt zum Beispiel, wenn in der Familie, wenn es Krebsfälle gibt, soll ich dann einen Gentest machen, präventiv? Oder wie sollen wir da umgehen? Also bei uns in der Schweiz ist ja vorgeschrieben, dass medizinische Gentests im Rahmen von einer genetischen Beratung gemacht werden müssen. Das heißt, dass man ein fachkundiges Aufklärungsgespräch bekommt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Das bieten Sie an, ja, das machen Sie auch. Genau. Ja, genau. Und ich würde jetzt nicht pauschal sagen, man soll dann einen Gentest machen oder nicht, sondern das kommt von der individuellen Persönlichkeit, hängt das ab, hängt auch davon ab, wie die Häufung der Krebserkrankungen in der Familie ist, ob das wirklich dafür spricht, dass man da eine gute Chance hat, etwas zu finden. Und dann hängt es einfach von der individuellen Einstellung dazu auch ab. Können Sie das vielleicht, das nimmt mich auf Wunder, also wenn Sie sagen, das ist persönlichkeitsabhängig, inwiefern denn? Ja, also es kann nicht jeder damit leben, wenn er sicher weiß, er hat so ein Risiko geerbt und da jetzt halbjährlich oder jährlich zur Vorsorge zu gehen und da gibt es einfach Menschen, die ertragen das nicht und die nehmen lieber das Risiko auf sich, dass es sie halt irgendwann mal trifft und sie unvorbereitet sind. Mhm. Aber dann gibt es eben die anderen, die sagen, ja, nein, wenn ich da was dagegen tun kann, es trifft mich so oder es könnte mich so oder so treffen und dann will ich es wissen und will es möglichst früh erkennen. Oder wenn es vorbeugende Maßnahmen gibt, will ich die ergreifen. Mhm. Aber das kann eben nicht jeder gut verkraften. Und sind Sie auch ein wenig Psychologin in diesen Beratungsgesprächen in einem gewissen Sinn? Ja, ich denke, als Genetiker muss man immer ein gewisses Einfühlungsvermögen haben, denn erbliche Risiken sind immer mit einer gewissen emotionalen Belastung verhaftet. Was erfahre ich denn jetzt, wenn ich bei Ihnen so einen Gentest mache? Was können Sie mir dann sagen, dass ich 70% Wahrscheinlichkeit habe, diesen Krebs zu bekommen? Oder was ist der Outcome eines solchen Gentests? Ja, also das kommt darauf an, welche Tumorart es ist und welches Gen dann letztlich betroffen ist, auch welche genaue Veränderung in welchem Gen vorliegt. Es gibt Tumorerkrankungen oder erbliche Tumorrisiken, da hat man praktisch ein 100% Risiko, dass man im Laufe einer bestimmten Zeit Krebs entwickelt. Dann gibt es andere, wo das Risiko eben 70-80% oder weniger ist. Das ist dann aber ganz individuell vom Gen abhängig und von der Mutation. Und dann beraten Sie die Leute auch, was sie tun sollen. Also genau. Wenn ich zum Beispiel eine 50%ige Chance habe, dann ist das eben 50%. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, ist dann gleich groß, wie dass ich es nicht bekomme. Ja. Was mache ich denn mit so einer Information? Wenn es klar ist, würde ich mal sagen, ja gut, dann 90%, dann tut man alles, was man kann. Ja, aber Sie müssen auch überlegen, in welcher Zeitspanne, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie vor dem Alter von 70 Jahren 50% ist, dann ist es schon relativ hoch. Das heißt, Sie werfen eine Münze und es trifft Sie oder es trifft Sie nicht. Und natürlich ist das individuell abhängig, wie tief man einsteigen will, wie konsequent man Vorsorgemaßnahmen machen will. Aber es ist ein Unterschied, ob Sie ein 10% Risiko haben oder ob Sie ein 50% Risiko haben. Das ist deutlich gesteigert. Was macht man denn? Also Sie werden es jetzt vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber was macht man jetzt konkret? Was sagen Sie den Leuten? Was geben Sie für Ratschläge, wenn Sie eben so relativ ein hohes Risiko haben? Also es kommt auf die Tumorart drauf an. Wenn es zum Beispiel für manche Tumoren gibt es keine gute Vorsorge, da empfiehlt man dann das Organ, wenn man ohne das Organ leben kann, das Organ zu entfernen. Die Brust zu amputieren beispielsweise. Die Brust oder auch die Eierstöcke, wobei man die Brust relativ gut untersuchen kann. Also da macht es eigentlich vom Überleben her keinen großen Unterschied, ob man die Brust amputiert oder ob man
gezielte Vorsorge macht. Gut, aber am Schluss weil man, kommt es dann aufs Gleiche raus, wenn man dann Krebs hat, wird man sie sowieso operieren, nehme ich an. Ja gut, aber es ist schon ein Unterschied, wenn jetzt jemand 30 ist und sich mit 30 die Brust amputieren lässt oder vielleicht mit 50 Krebs bekommt und dann eine Operation notwendig ist. Wobei das aber auch individuell ganz unterschiedlich ist. Eben manche fürchten, sagen einfach, ich will einfach meine Ruhe haben und da möglichst nicht dran denken. Für mich ist die Operation nicht so schlimm. Oder andere sagen eben, nein, ich will mich jetzt nicht prophylaktisch operieren, sondern gehe lieber alle halbe Jahr zur Vorsorge. Das kann ich gut verkraften. Aber das ist eben individuell ganz verschieden. Oder dann eben auch bei bestimmten Risiken für Darmkrebs kann man dann eben auch die häufig betroffenen Anteile des Darms herausnehmen oder auch den Magen und so weiter. Das ist natürlich alles, sind riesen Eingriffe, aber das muss man dann sehr genau abwägen zwischen der Höhe des Risikos und der Schwere des Eingriffs. Und es gibt eben jetzt in Entwicklung und auch Hinweise, dass wenn jemand wirklich so eine genetische Veranlagung hat, dass man dann auch durch Medikamente wirklich die Krebsentstehung verhindern kann. Das ist wie diese Brustkrebsgeschichte, die Sie erwähnt Beispiel. Haben. Genau, ja. Das gleiche gilt wahrscheinlich für Prostatakarzinom. Das wäre das Angenehmste, bevor man sich was rausschneidet. Genau. Dass man genau. Aber wir sind natürlich alle Kinder unserer Zeit. Wir müssen mit dem leben, was aktuell möglich ist. Und diese erblichen Veranlagungen sind nicht so selten, wie man früher mal gedacht hat. Da hat man gedacht, naja, das ist so selten, da muss man sich als Normalbürger jetzt nicht damit befassen. Aber man hat immer gedacht, so erblicher Brustkrebs kommt ungefähr mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 auf 400 vor. Aber wir haben jetzt gerade eine Studie am Laufen, wo es darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich doch einer von 50 Menschen ist, der so eine erbliche Veranlagung für Brust- oder Prostatakarzinom hat oder Eierstockkrebs. Und das sind dann doch Größen, wo man sagt, ja gut, so selten ist es dann doch nicht. Und würde es denn dafür sprechen, so ein Monitoring zu machen, wie bei anderen Vorsorgesachen, dass man sagt, alle jungen Frauen bis zu einem Gentest machen beispielsweise? Ja, also ich denke, dass wir dahin kommen. Jetzt im Moment würde ich es noch nicht machen, weil wir, wenn wir so blind so einen Gentest machen, noch relativ oft unklare Veränderungen finden. Und wenn jetzt in der Familie gar keine Vorgeschichte ist und ich mache einfach blind so einen Gentest und habe dann einen unklaren Befund, wo ich nicht weiß, ist das jetzt was oder ist das nicht, dann kommt natürlich sehr viel Unruhe auf. Und das heißt, deswegen, die Analyse müsste noch besser werden, um das so breit eigentlich einzusetzen. Jetzt machen wir es eher, wenn es eine Indikation gibt, eben aufgrund der Familiengeschichte. Genau. Wenn es aufgrund der Familiengeschichte einen Hinweis gibt, da könnte was sein, dann würde ich es empfehlen, dass man zumindest eine genetische Beratung wahrnimmt, wo man sich das dann im Detail erklären lassen kann, wie die Risiken sind, was für Möglichkeiten da gibt, wenn man so etwas nachweist. Ein allgemeines Screening würde ich heute noch nicht empfehlen, aber ich denke, in 5 bis 10 Jahren wird das vielleicht die Realität sein. Gut, eben diese Tests, das ist diese ganzen Analysen, das ist ein gutes Mittel eben der Prävention, kann man darauf reagieren, auch medikamentös. Sie haben auch angetönt, man kann das jetzt vielleicht etwas allgemeiner gesehen, man kann das durch den geeigneten Lebensstil vielleicht auch beeinflussen. Nicht rauchen, das wissen wir alle mittlerweile, aber vielleicht können Sie uns doch noch Empfehlungen geben, ganz kurz, was man da noch präventiv machen könnte. Ja, also jeden Tag 2 Stunden spazieren gehen, Treppen rauf und runter. Und was ganz wichtig ist, was uns, glaube ich, die Hautärzte ein bisschen eingebrockt haben, die immer so vor der Sonnenbestrahlung gewarnt haben, wegen dem schwarzen Krebs, ist, dass Vitamin D-Mangel deswegen ganz weit verbreitet ist bei uns. Und Vitamin D-Mangel erhöht auch wieder das Krebsrisiko. Und
wahrscheinlich, wenn man wirklich mit Sonnenschutzfaktor 50 durchs Leben geht und sich nicht mittags eine Stunde in die Sonne legt, muss man unbedingt Vitamin D einnehmen, um da nicht quasi dann das allgemeine Krebsrisiko zu erhöhen. Treppensteigen ist gut. Sind Sie da dabei, Herr Becher? Machen Sie das? Nicht richtig Treppensteigen. Fahrrad. Sie fahren Fahrrad, das ist auch gut. Das ist sicher richtig. Genau. Jetzt haben wir eben gesehen, es gibt viele Ansätze, diagnostisch, therapeutisch, eben um Krebs eben besser, erfolgreicher zu behandeln. De facto ist es immer noch so, dass viele Menschen an Krebs sterben, vielen kann nicht geholfen werden. 10, 15 Jahre wird Krebs sein Horror verloren haben, zumindest den er heute hat, Herr Becher. Wie sieht es denn aus? Was können wir machen in 10, 15 Jahren? Nochmal, ich persönlich glaube fest daran, dass im Moment Goldgräberstimmung herrscht. Es ist in der Tat so, dass viele von uns, die lange dran geglaubt haben, natürlich jetzt ganz sich wahnsinnig freuen über die frühen Erfolge jetzt und sagen, da machen wir jetzt weiter, jetzt geht es jetzt richtig los. Und was gut ist, auch apropos Goldgräberstimmung, dass halt tatsächlich finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, dass also viele kleine sogenannte Spin-off-Firmen gegründet werden, die Universität hat auch Patente und sieht zu, dass sie da mitmacht. Und also der kommerzielle Anreiz ist groß. Die Leute wollen, dass es weitergeht. Der kommerzielle Anreiz ist groß. Eigentlich eine gute Zeit. Das Problem, was ich sehe halt immer noch, und deswegen dauert es eben so lange, ist, dass wir es am Ende des Tages sind, das Sachen, die wir einfach austesten müssen. Ich hatte vielleicht vergessen zu erwähnen, dass der große Erfolg in der Krebstherapie heute vor allem, zumindest mal was die Immuntherapie betrifft, aus Tierversuchen stammt. Und ich meine, auf der einen Seite sind wir alle gegen Tierversuche, auf der anderen Seite kaufen wir gerne günstiges Fleisch, was natürlich paradox ist. Aber die Tierversuche haben es tatsächlich gebracht, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Aber um wirklich nach vorne zu kommen jetzt, befürchte ich, müssen wir immer mehr Patientenversuche machen. Wir müssen tatsächlich Medikamente am Patienten testen, und nicht einfach mal so blind drauf lostesten, wie es in der Anfangsphase war, sondern jetzt wirklich intelligenter vorgehen und sagen, da versuchen wir dies, da versuchen wir das, wir nehmen die genetischen Studien. Aber das wird ja auch, das ist dann auch teuer. Wahnsinnig teuer. Das ist wahnsinnig teuer, aber es gibt keine Alternative, um da voranzumachen, aus meiner Sicht. Ich glaube, dass wir vorklinisch, also im Tierversuch, bestimmte Indizien finden. Da geht's hin, hier geht's hin. Dann nehmen wir genetische Analysen, dann nehmen wir solche Analysen, wie ich es vorher gezeigt habe, und bringt das alles zusammen und sagt dann, okay, wir versuchen es in dieser Krebsart jetzt mal damit. Sind wir uns alle einig? Und dann setzt man ein großes Panel zusammen von Ärzten und Forschern und forschenden Ärzten etc. Und dann entscheidet man, da geht es jetzt hin. Und dann muss man investieren und hoffen, dass es klappt. Und wenn es nicht klappt, nochmal neu ran. Aber ich sehe keine Alternative. Entweder man macht das so oder wir sagen, ja, es ist jetzt gut genug und wir machen nicht weiter. Das ist die einzige Alternative, glaube ich. Ich glaube auch, Sie waren ja vorher auch ganz optimistisch und bei Ihrem vorgezogenen Schlusswort. Ja, nein, also ich glaube auch, dass in den nächsten 15 Jahren sehr, sehr große Fortschritte kommen werden. Und mein Traum ist natürlich, dass wir eben nicht nur die Therapie voranbringen, was natürlich ganz wichtig ist, sondern auch die Prävention, dass vielleicht Krebs sehr viel seltener überhaupt auftritt und zum Zuge kommt. Gut, da können wir auch etwas beitragen, individuell für die Prävention. Wir sind jetzt am Ende hier auf dem Podium, aber Sie haben sicher noch Fragen und für diese Frage gibt es jetzt auch ein Mikrofon. Das ist dort hinten und da ist auch die erste Frage. Ja, ist es eingeschaltet? Ja. Ich hätte eine Frage zur Genanalyse. Sie haben das vorher erwähnt und zum Teil sehr spezifisch gesagt, man könne dann sagen, aufgrund der Analyse sei vielleicht dieser Teil vom Darm, wenn ich das richtig verstanden habe, oder dieser Teil. Sind diese Gentests immer sehr spezifisch? Wenn ich also jetzt zu Ihnen komme und sage, ich habe eine Belastung wegen, nehmen wir jetzt einmal Bauchspeicheldrüsen,
Brustkrebs oder Magenkrebs, dann könnten Sie das an den Genen relativ gut sehen. Die erste Frage und die zweite Frage ist sehr kurz. Wenn Sie diese gentechnischen Methoden erwähnt haben mit der Veränderung, hat das im weitesten Sinne etwas zu tun mit diesen neuen CRISPR-Cas-Methoden? Also sagen wir so, man braucht kein CRISPR-Cas, um einen Gentest zu machen. Nein, das weiß ich. Weil wir wollen ja sozusagen schauen, vielleicht können Sie schnell ganz kurz sagen, was es ist. Ja, also CRISPR-Cas, das ist sozusagen eine Genschere, mit der man die genetische Zusammensetzung von Zellen verändern kann. Das hat einen wahnsinnigen Vorteil gebracht, auch für viele Krankheitsmodelle, wo man eben etwas weniger Tierversuche machen muss. Man kann nicht ganz darauf verzichten, aber man kann heute mit diesen Genscheren sehr gute Zellmodelle machen, mit denen man dann eben vieles schon mal im Zellsystem austesten kann. Es gibt auch Ansätze, wo man mit CRISPR-Cas eben gerade zum Beispiel Immunzellen verändert oder auch die körpereigenen Zellen verändert und quasi wieder geheilt einpflanzt. Aber für diese wirkliche Therapie mit der Genschere kommt es sehr darauf an, wie gut kann man die Zellen aus dem Körper rausnehmen und wieder einschleusen. Das geht bei Erkrankungen, die das Blut selber betrifft, geht das ganz gut, aber zum Beispiel Erkrankungen, was feste Organe betrifft oder gerade das Gehirn, ist das noch sehr schwierig. Da wird auch dran geforscht und dran gearbeitet und ich will nicht sagen, dass das gar nicht geht, aber das ist schon noch schwierig. Aber wenn man so einen Gentest macht, es kommt darauf an, wie spezifisch das ist. Das hängt auch wieder vom einzelnen Gen ab und von der einzelnen Mutation, wie spezifisch das Risiko ist. Aber man kennt eben Gene, die eben vor allem Dickdarmkrebs machen oder Gene, die vor allem Polypen machen oder vor allem Magenkrebs machen. Was können Sie eben rausfinden, wenn der Herr zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich habe ein Risiko für Dickdarmkrebs, dann können Sie schauen. Genau. Ob es da genetische Veränderungen gibt, genau. das könnten Sie herausfinden. Ja. Bauchspeicheldrüsen. Genau, Bauchspeicheldrüse, da findet man noch nicht in so viel Prozent etwas, aber es ist häufig eben auch mit denselben Genen vergesellschaftet, die Brust- und Eierstockkrebs machen. Also man kann da schon was finden. Und das ist auch eine Fehlwahrnehmung, die viele haben, die denken, Häufung von Krebs in der Familie heißt, es muss immer derselbe Krebs gehäuft auftreten. Also es sind oft auch unterschiedliche Krebserkrankungen, weil, um noch bei diesem Brustkrebsbeispiel zu bleiben, bei Männern macht das eben Prostatakrebs oder es kann eben das gleiche Gen kann Bauchspeicheldrüsenkrebs machen. Das heißt, es kann sein, der Onkel hat einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der Vater hat Prostatakrebs, die Tochter hat dann Brustkrebs. Also das können ganz unterschiedliche Krebserkrankungen in einer Familie sein, die zum selben Gen gehören. Aber jedes Gen hat eben sein Spektrum an Krebserkrankungen, das es typischerweise macht. Und dann, wenn es die Geschlechtsorgane betreffen kann, gibt es dann entsprechende Unterschiede eben auch bei Männern und Frauen, wie es sich auswirkt. Jetzt hier vorne der Herr. Es geht im Moment. Es muss laufen. Eindrucksvoll über die Fortschritte und die Durchbrüche erzählt. Andererseits wurde berichtet am Anfang, dass die Krebshäufigkeit im Alter zunimmt, wegen der Schwäche des Immunsystems und der Entdifferenzierung. Wo sehen Sie die wissenschaftlichen Limite, wo das einfach nicht mehr weitergeht oder wo sind die Grenzen? Herr Becher hat kurz über den Glioblastom berichtet, das ist molekular relativ gut definiert, trotzdem überleben die Patienten nicht sehr viel länger als 6 Monate. Gibt es da im Augenblick Grenzen, wo man, sag mal, sagt, da kommt man im Augenblick nicht weiter und sieht auch keinen Durchbruch? Volker, hallo. Das ist eine super Frage. Beim Glioblastom als Beispiel. Ich glaube persönlich, dass wir es hinkriegen werden. Ich glaube aber, dass es auch eine der größten Schwierigkeiten und die größte Hürde darstellt. Es ist stimmt, der ist molekular, versteht man sehr gut, auch relativ gut.
therapeutisch ist bisher eigentlich fast gar nichts. Also das, was da angeboten wird, ist hundsmiserabel schlecht. Das muss man einfach mal sagen. Es wird zwar immer noch angeboten, aber eigentlich ist es sehr, sehr schlecht. Es ist nicht völlig überraschend, dass die Immuntherapie dort bisher nicht geklappt hat. Ich bin davon überzeugt, dass, und es läuft, passiert auch gerade, dass Kombinationstherapien, also du kennst dich ja genug aus, um zu wissen, dass man häufig Patienten werden operiert, man nimmt ein Stück raus, man kann aus dem Gehirn nicht so wahnsinnig viel rausnehmen, weil man braucht das Gehirn eben im Gegensatz zu anderen Organen, da kann man einiges, also Haut kann man ja so, das ist ja kein Thema, und auch die Brust kann man wegnehmen, ist nicht kein Thema, aber es ist leichter zu machen als das Gehirn, das muss halt da bleiben. Aber bei der OP kann natürlich dann gleichzeitig auch, es gibt ja so onkolytische Viren, die man gerade antestet, es gibt verschiedene Zytokine, die man lokal geben möchte, also Botenstoffe aus dem Immunsystem, wie das Immunsystem sich unterhält, dass man direkt ins Gehirn gibt, um das Immunsystem darauf aufmerksam zu machen. Und dann kombiniert man das mit diesen aktuellen Immuntherapeutika. Aber wird es irgendwann eine Krebsart geben, die wir nie behandeln können? Absolut, durchaus möglich. Absolut, das muss man sich überlegen. Und ich meine, es gibt auch die lange Überlegung, wie alt können wir denn werden ohne Krebs? Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden trotzdem irgendwann sterben müssen, selbst wenn wir keinen Alzheimer bekommen, keine Herz-Kreislauf-Erkrankung früh bekommen. Unsere biologische Uhr ist endlich, irgendwann teilen sich unsere Zellen nicht mehr und irgendwann ist auch beim gesündesten Lebenswandel und optimalsten Therapie einfach. Aber ich glaube, was wir sagen müssen, aber es gibt ja Haufen junge Leute, die Krebs bekommen. Also in meinem Umkreis ist eine junge Mutter, also in meinem Brustkrebs für eine junge Mutter, das finde ich ist inakzeptabel und da müssen wir daran arbeiten, dass das nicht passiert. Ich glaube natürlich dann, dass wenn du mit, ich kann Alter nennen, aber mit 85 oder 90 diagnostiziert wird, ist der Horror, glaube ich, nicht so schlimm, als wenn man sehr, sehr jung ist. Und ich glaube, das sind, glaube ich, vielleicht unsere Prioritäten, dass wir sagen, wir schauen jetzt erstmal da, dass der Horror ist bei jungen Leuten, die an Krebs sterben. Das, finde ich, ist einfach eine Sache, die nicht akzeptabel ist. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass wenn man schon ein sehr hohes Alter hat und eine Krebsdiagnose hat, der Krebs oft ja auch gar nicht so schnell wachsen kann und man auch, wenn man Krebs hat, dann oft auch gar nicht an dem Krebs selber stirbt, weil so wie man selber die gesunden Zellen nicht mehr so regenerationsfähig sind, kann auch der Krebs nicht mehr so wachsen, wie man will. Aber wenn man noch relativ jung ist, dann hat der Krebs so viel Energie und Schub, dass man da eben dann sehr schnell daran versterben kann und das hoffen wir dann eben in den Griff zu bekommen. Also die Zeit ist eigentlich abgelaufen, vielleicht eine letzte Frage noch hier vorne. Ja. Sie müssen schon Augenblick. Ja. Die Frage war, wie man eine Immuntherapie beendet. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß nicht, ob man das allgemein so beantworten kann. Ich glaube, ich kann ein Beispiel bringen, wo wir uns also vorstellen müssen, dass wir mit etwas, also im Idealfall, in unserem Traumfall passiert Folgendes. Man wird diagnostiziert und man sagt sofort, wir beginnen mit der Immuntherapie. Hier sind alle Parameter gegeben. Es sieht so aus, als ob Sie schon eine leichte, wenn auch sehr schwache Immunantwort machen. Wenn wir Sie nicht behandeln, dann wird der Krebs gewinnen. Aber wenn wir Sie behandeln, dann ist es durchaus möglich, dass das Immunsystem sehr, sehr stark überreagiert. Es wird einem sehr schlecht gehen eine Zeit lang, erhebliche Nebenwirkungen. Aber wenn es gut läuft, dann ist, sagen wir mal, nach 3 Monaten sehr, sehr klar, das Immunsystem hat den Krebs erkannt und geht da massiv und brutal gegen vor. Dann kann man eigentlich dann aufhören. Mit etwas Glück hört man dann auf, man gibt diese Immuntherapie nicht mehr. Die wird ja auch nicht täglich gegeben. Das ist in der Regel, in den allermeisten Fällen reden wir von Injektionen, die in größeren Abständen gegeben werden. Ähnlich auch wie bei der Chemotherapie. Man hat ein bisschen Pause dazwischen. Aber das sind Eiweiße, die wir spritzen. Also Eiweiße, die im Labor hergestellt wurden. Antikörper, genau genommen. Antikörper, Immunglobuline, das Zeug, was wir haben, um uns gegen Krankheitserreger zu schützen, wird hier gentechnisch so hergestellt, dass wir heute das eigentlich spritzen. Und das funktioniert eben
eben doch relativ gut. Nicht nur bei Krebs, auch andere Immuntherapien. Es hat eine Halbwertszeit. Das wird im Blut von uns, also unser, das wird einfach dann, es wird eliminiert. Das geht dann wieder runter. Das wir geben das, es ist dann hat eine hohe Konzentration im Blut, macht die Arbeit und verschwindet dann langsam und dann geht es weg. Und wenn wir nicht wieder behandeln müssen, behandeln wir auch nicht nochmal. Also das ist einfach dann gegeben. Entweder es hat geklappt, dann muss man es nicht länger behandeln, oder es hat überhaupt nicht geklappt, noch dann muss man sofort eine Alternative finden. Und damit hat dann die Immuntherapie ein natürliches Ende. Und auch dieses Gespräch wäre damit zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Herrn Becher und Frau Rauch, für das interessante Gespräch. Wir sehen uns hoffentlich wieder hier im nächsten Talk im Turm. Der ist am 5. November. Das Thema dann, das Tier und wir, Anatomie einer Beziehung. Wir würden uns freuen, Sie dann wieder hier zu sehen. Bis dann, eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut nach Hause.